Hallo, willkommen zu meinem kleinen Extra-Video. Ja, wie versprochen, werde ich jetzt die Extra-Mission zeigen. Und zwar haben wir vier Stück an der Zahl. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, dass wir hier oben noch den Mond haben als Extra-Mission. Aber beginnen wir hier unten und hören mit der zum Schluss auf. Also gucken wir mal, was wir hier haben. Schießbude. Schießen Sie die Helden in dieser Schießbude ab. Okay, machen wir das mal. Vernichtet alle Helden in der vorgegebenen Zeit. Sie kommen einzeln, wie in einer Schießbude. Passt nur auf, denn einige der Zielscheiben wehren sich. Ihr habt noch 3 Minuten Zeit. Ja. Gucken wir mal, was wir hier so dabei rausholen können. Naja. Ja, das ist wirklich ein kleines Minispielchen. Wow. Magier umschießen. Das ist lustig gerade. Ah, da kommen noch mehr. Geht's hier nur um Punkte oder wie? Wow. Ab nach zwei Da Minuten sind Elfen und Magier. Ja, das sind so die kleinen Mini-Extra-Geheimlevel halt. Ah ja, ich kann mich doch bewegen. Ich habe gerade die ganze Zeit versucht, mich mit WASD zu bewegen. Aber das hat wohl nicht richtig geklappt. Es geht nämlich mit dem Pfeiltasten. Ich weiß auch nicht, wie ich auf WASD gekommen bin. Aber egal. Ah, noch mehr Magier. Hilfe. Und ja, das macht richtig Fun gerade. So ein lustiges kleines Minispielchen. Mal sehen, ob ich noch 1 Minute Zeit. Mal sehen, wie hoch ich es noch schaffe. Ritter lassen sich leider nicht so schnell abschießen. Ach, da ist noch ein Magier. So, weg mit dir. Die Ritter sind die einzigen, bei denen ich 2 Schüsse brauche. Wenn ich sie mal treffe. Kommt noch was? Oh, kommt her. Ah ja. Weg mit dir. Das ist lustig gerade. Vier, drei, zwei, eins. So, und jetzt? Gut gemacht, Kiefer. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Super. Jetzt tanzt er noch und machen. Ja, ich fand's lustig gerade eben. Okay, das war diese Zusatzmission. Jetzt gucken wir uns mal die hier an. 3 Runden Golf zur Entspannung spielen. Oh Gott, ich glaube, an die erinnere ich mich noch. Benutzt die Felsbrocken, um euren Weg durch diese 3 Kurse zu finden. Aber seid gewarnt, ihr habt nur eine begrenzte Anzahl von Schlägen, um unter Paar zu bleiben. Und euer Zeitlimit ist sogar noch enger. Oh ja, ich sehe es gerade. Okay, das war schon mal nix. Egal. Gucken wir uns mal
diesen Golfkurs hier an. Ja. Ihr habt noch 2 Minuten Zeit. Ich glaube, wenn der auf Lava trifft... Nein, das, die Lava scheint ihm nicht... Doch, die scheint ihm was auszumachen. Naja. Und der letzte Golfball, wo war der nochmal? Ach, da drüben, gell? Ja, der war hier. Den musste man ordentlich auf Bande spielen. Hm? Klatsch. Ja. Das ist so ein Geschicklichkeitsspiel, für das ich keinen Skill habe. Ja, das war nix. Für sowas habe ich echt keinen Skill, tut mir leid. Gucken wir uns die nächste Mini-Vision an. Zwerge mit Felsbrocken überrollen. Ja, das klingt schon mal lustiger. Also nur... Ich habe euch ein paar Zwerge zur Unterhaltung besorgt, Keeper. Schlagt sie tot wie lästige Insekten. Lenkt die bereitgestellten Felsbrocken durch das Labyrinth und plättet die Zwerge, bevor die Zeit abläuft, wohlgemerkt. Oh ja. Das war nix. Nächster Felsbrocken. War auch nichts. Okay, ich sag ja, für sowas habe ich absolut kein Skill. Vor allem, weil ich die Kamera dabei drehen muss. Mist. Ja. Wie soll das überhaupt richtig funktionieren? Nee, ich glaube, ich versemmel alle. Ich habe einen umgenietet. Sehr schön. Gucken wir mal, wo steht noch einer günstig. Da steht einer günstig. Ja, 2 habe ich gekriegt. Nein, so lange heben die Felsen blöderweise nicht. Das ist schade. Aber den Diver rennt's noch. Ihr habt noch 5 Minuten Zeit. Ja, so gesehen lustig ist das Spielchen hier, aber mit der Steuerung haut das nicht so wirklich hin. Den Felsen kann ich auch vergessen, naja. Und den lassen wir dann auch kaputt gehen. Das ist mit der Kamerasteuerung leider etwas doof. Aber das sind ja nur kleine Mini-Levels. Die haben ja nicht mal wirklich ein richtiges Siegesziel. Sind ja keine richtigen Levels. Also gucken wir uns das letzte an. Ihr müsst davon abhalten, eure Räume einzunehmen. Na, das kann ja auch noch passieren. Dieses Level ist ganz einfach. Benutzt euren Salamander, um die eindringenden gegnerischen Imps zu vernichten. Tötet sie alle. Verliert ihr mehr als 2 der 4 Räume, habt ihr verloren. Okay. Imp Invasion. Okay, das kann auch jetzt noch lustig werden. Hier arbeitet sich einer ziemlich schnell vor. Da kommen schon wieder neue. Ja, von ihm bleiben nur die Füße übrig, merke ich gerade. Alle Imps töten. Eure Hühnerfarm wird angegriffen.
Meine Hühnerfarm? Wo ist meine Hühnerfarm? Farm, Hühnerfarm, Hühnerfarm. Eure Schatzkammer wird angegriffen. Eure Bibliothek wird angegriffen. Boah, das ist ja aber heftigst. Euer Schlafsaal wird angegriffen. Ja, komm her. Stirb, stirb. Stirb. Ich laufe hier gerade jetzt nur im Kreis und töte alle Imps, die mir unter die Ommel kommen. Gut gemacht, Keeper. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Was? Das ging aber leicht. Okay. Level gewonnen, ja. Also ja. Die beiden Bonus-Levels habe ich gewonnen. Und für die beiden, naja, fehlt mir der Skill und die Kamerasteuerung, ganz ehrlich. Ja, das war's jetzt leider mit den Bonus-Missionen und damit auch mit der Extra-Folge. Ich hoffe, ihr hattet Gefallen daran und wir sehen uns dann jetzt noch bei meinem kleinen Abschlussvideo und in meinen anderen Projekten. Bis dann.